zeigt, was für ein Sportsmann er ist. Ich kenne ihn jetzt schon ein bisschen länger und deshalb nochmal vielen Dank an ihn. Der Kontakt ging dann auch vom DFB aus, also dass der DFB dann nochmal angerufen hat, weil ich ja auch mit Michi darüber telefoniert habe und gesagt habe, wie er die Situation sieht, und er hat es mir halt so geschildert, wie er es gesehen hat, dass natürlich auch Kontakt von ihm aus ging oder dass es ein Zweikampf von beiden Seiten um den Ball war. Und ich habe das dann so dem Verein hier geschildert, dass ich natürlich auch nochmal mit ihm über das gesprochen habe, und alles Weitere hat dann der Verein geregelt. Mega happy, ich bin sehr froh, dass ich am Samstag wieder dabei sein kann. Habe mit dem Gregal schon davor ein bisschen also telefoniert, einfach grundsätzlich, wie er das nochmal gesehen hat, wie ich das gesehen habe. Und ja, nochmal riesen Dank, ist nicht selbstverständlich, dass er da auch die Situation so geschildert hat, wie sie dann ja auch grundsätzlich war. Zeigt, was für ein Sportsmann er ist. Ich kenne ihn jetzt schon ein bisschen länger und deshalb nochmal vielen Dank an ihn, weil, wie gesagt, es nicht selbstverständlich ist, dass man das macht. Als Verteidiger generell, wenn du ein bisschen zupst und wenn du vor allem letzter Mann bist, dann ist es immer schwierig. Deshalb würde ich schon sagen, dass es ein Foulspiel war schon. Ich denke trotzdem, die Regel ist so, wenn du letzter Mann bist, dann ist es halt relativ schnell eine Notbremse. Und nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, wenn ich das Foul an der Mittellinie mache oder irgendwo weiter vorne, dann passiert mal vielleicht gar nichts. Ich denke, dass man gesehen hat, dass wir einiges anders gemacht haben, wie speziell jetzt im Heimspiel gegen Mainz. Ich glaube, dass es grundsätzlich auch so, wir über die weite Strecken die bessere Mannschaft waren in beiden Spielen. Ich glaube, dass es einfach eine sehr erwachsene, reife Leistung war, weil die Hertha ja Anfang zweiter Halbzeit vielleicht einen Tick mehr vom Spiel hatte und ein bisschen besser war, aber wir da ruhig geblieben sind, wir uns auf das fokussiert haben, was wir spielen wollten, und wir wissen, dass wir hinten raus immer irgendwie gefährlich werden können. Und das hat das Spiel ganz gut gezeigt. Ich glaube, dass es beide Mannschaften irgendwo mit dem 0-0 dann schon gerechnet haben, aber wir halt einfach vielleicht das ein bisschen mehr erzwingt haben und dann einfach mal auch ein Tor schießen, was jetzt nicht alle Tage fällt. Natürlich wollen wir immer die Spiele gewinnen, aber das war ein Spiel, wo du sagst, klar wollen wir es gewinnen, wie es jetzt zustande kommen soll, schauen wir mal. Aber das Ding ist, bei uns ist es so, das hat sich über die Saison einfach ein bisschen herauskristallisiert. Wir wissen, dass wir als Aufsteiger als 90 plus gehen müssen, Vollgas geben müssen, um unsere Spiele zu gewinnen. Ich habe es jetzt schon des Öfteren gesagt, wenn es nach mir gehen würde und wenn ich der Trainer wäre, dann würde ich natürlich Fülle mitnehmen, weil er halt einfach durch seine Robustheit, durch sein fußballisches Spielen einfach sehr gut passt, und nicht nur zu uns. Ich glaube, dass es immer ekelhaft ist, gegen Fülle zu verteidigen, aber was ich auch schon oft gesagt habe, Fülle weiß ganz genau, was er zu tun hat. Er konzentriert sich auf seine Aufgaben, versucht am Wochenende die Leistung zu bringen. Das macht er bis jetzt sensationell, und alles Weitere werden wir sehen. Absolut, Fülle tut der Mannschaft, glaube ich, sehr gut, egal wo. Wir haben sehr gut gespielt. Klar, haben wir wenig bis gar nichts zugelassen. Speziell defensiv standen wir sehr gut. Es war eine sehr erwachsene Leistung. Ich gehe schon mit Vorfreude in das Spiel. Ich werde natürlich, wie ich es jedes Mal probiere, im Training alles zu geben, weil jeder Spieler einen Vollgas geben muss, und so ist es natürlich bei mir auch. Deshalb gehe ich in die Woche, weiß, ich habe eine ganze Woche vor mir, habe das Topspiel am Samstag vor der Brust und werde im Training natürlich alles geben, dass ich spiele. Klar weiß man, die Jungs alle, die spielen schon über Jahre jetzt in der Bundesliga, spielen auf sehr gutem Niveau. Deshalb sind wir da wirklich sehr, sehr gut bestückt in der Abwehr. Deshalb würde ich schon sagen, dass wir da gut aufgestellt sind, auch konkurrenzfähig sind, und es macht Spaß, neben den drei jetzt speziell auch in der Innenverteidigung Woche oder Tag für Tag zu trainieren. Und du auch weißt, du hast einen Konkurrenzkampf, du musst in den Trainings, sowohl im Training als auch im Spiel, Gas geben, dass du am Wochenende spielst, und so ist es ja bei jedem Einzelnen und auch bei mir natürlich. Ich glaube, dass jetzt, wie gesagt, mit dem Trainerwechsel schon nochmal ein anderer Wind reingekommen ist. Ich habe jetzt auch das Spiel gesehen, fand wirklich, speziell die erste Halbzeit war ordentlich von Schalke, deshalb, klar, wir wissen, die sind auf dem letzten Platz, aber die spielen nicht schlecht, deshalb
gibt es da den Fokus voll auf das Spiel zu legen. Wir wissen, dass wir da auch wieder eine Top-Leistung brauchen, weil es bei Weitem keinen Gegner gibt in der Liga, der einem, egal was die Tabellensituation sagt, dass du da einfach ja, die Spiele gewinnst. Sie haben auch eklige Spieler drin, wo sie kopfballstark vorne extrem sind und auch robust sind. Deshalb braucht man da eine absolute Top-Leistung. Überrascht ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, dass bei uns halt einfach viele Spieler so da geblieben sind, wie sie auch letztes Jahr gespielt haben. Ich glaube, bei Schalke hat sich ein bisschen mehr getan. Es dauert dann auch ein bisschen vielleicht, bis man sich findet. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir auch in den ein oder anderen Situationen ja, das Glück erzwungen haben und vielleicht das Quäntchen Glück auf unserer Seite hatten. Bei Schalke gab es sicher auch einige Situationen, wo sie auch vom Pech verfolgt worden sind und deshalb vielleicht auch ja, so die Situation gerade ist, wie sie ist. Ich würde gerne schon mal eine ganze Woche weiter gucken. In einer Woche müsst ihr mal wieder nach München. Du nicht? Nein. Warum nicht? Ja, weil wir jetzt halt von Spiel zu Spiel schauen. Klar wissen wir, dass nächste Woche englische Woche ist, aber jetzt schauen wir auf Schalke. Und nach Schalke schauen wir auf Bayern und dann schauen wir auf Leipzig. Aber wir wissen natürlich, was dann passiert in München. Ist auch ein schönes und spezielles Spiel für mich, aber der Fokus liegt ganz klar auf das Spiel jetzt halt am Wochenende. Klar, am Anfang war es vielleicht nochmal ein bisschen spezieller, weil ich auch nochmal noch mehr von früher kannte, mit denen ich auch gespielt und trainiert habe. Aber es wird auch, glaube ich, immer ein spezielleres Spiel bleiben und so ist es auch dieses Mal. Deshalb freue ich mich dann auch wieder auf Dienstag.